befreien konnten. War da? So ein Typ drin, der, den wir befreien konnten. Achso, ja, egal. Okay, Tresorraum ist jetzt Kohle gebracht. Kannst du die Tür nicht normal zumachen? Wieso? Du hast die Tür zugemacht und auf einmal klirrt das Glas. Bei mir ist alles noch ganz. Nee, doch, jetzt kaputt, ja. Ja, ja. Kannst du mir den Bus immer markern? Ich fahren muss? Gefängnis? Wir müssen ins Gefängnis? Wir müssen den Bus erstmal klauen. Ja, die Jungs brauchen ein bisschen Entertainment, Yvonne. Deswegen dachten wir... Da bin ich doch von letztes Jahr ausgebrochen in Offline-Modus. Okay, hier steht einer von den anderen rum. Ah, ich weiß wie. Alles klar. Ui. Ihr seid schon unterwegs zu dem Bus oder was? Wir sitzen alle bei dir drin. Ach so, wir fahren alle mit einem Auto. Okay. Das wusste ich nicht. Nein, ich hab nur gesehen, Markus eingestiegen. Aber man muss sich jetzt nicht. Ich sitze geheim neben dir. Noch alles gut. Ich mache ein extra Würstchen. Ich fahr mit meinem. Ich will dein extra Würstchen gar nicht sehen. Ibi? Ja? Wenn wir das bei dir machen, dann nehmen wir da die Anker. Dann gehe ich dann mit der Anker rein. Entschuldigung, ich habe vorher was getrunken. Du hast immer was getrunken. Ja. Du das gute Zeugs. Mit dir. Jetzt links, ne? Also hier. Ja, da unten, okay. Jetzt auf der Autobahn unten. Okay, damit habe ich jetzt nichts zu tun. Wenn wir übrigens hier das hier fertig haben, müsste ich dann mal kurz dann eine Toilettenpause machen. Ja, ja. Darf ich den Fahrer schießen? Ja, ne? Ja, musst du. Das geht aber von vorne besser als von hinten. Ich hab dir doch erwischt schon. Oder wir haben ja. Warte. Ja, ja, schon klar. So. Sonst sollen wir mal raus. Hier lebt hier, der ist noch einer. Scheiße. So. Danke für den platten Reifen, Leute. Der war echt. Der sah sehr hilfreich. Ich helfe dir beim Schieben. Seid ihr schon mit dem Gefängnisboss unterwegs? Ja. Der ist so schleppend, ne? Okay. Ah, der hat einen platten Reifen. Ja, weil Kev meinte, von hinten muss man den Fahrer. Ich hab schießen. Den Fahrer voll erwischt, aber ich hab nicht einmal auf den Reifen geschossen. Und den Rest auch. Ich hab nur hinten die Scheiben durchgeschossen. Ich glaub nicht, dass ich auf etwa wirklich einmal um die ganze Map, um zu dem. Ich weiß nicht, wo du hin musst.
Zum Gefängnis? Zum Gefängnis. Okay. Na, ich werde wahrscheinlich die Roots-Dingsbums nehmen hier. Ja, genau. Dann will er mich wohl lang schicken. Gut. Passt. Aber ich habe keinen Zielpunkt. Bei mir steht nur, betritt den Gefängnisbus. Bei mir auch. Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich alle einsteigen in den Bus. Dann halte ich gleich mal kurz an der Tankstelle da oben an und dann können wir warten, dass alle eingestiegen sind. Ich sitze ja schon drin. Ich noch nicht. Ich bin hinter mit Sergeant schon unterwegs. Ja, vielleicht ist es unauffälliger tatsächlich, wenn alle im Bus sitzen und wir wirklich ins Gefängnis rein müssen. Ja, aber gut, ich wollte nur einen Platten, ne? Ach was. So, ich halte hier an, dann können alle einsteigen. Ich bin schon fast da. So, ich komme jetzt dazu. Ja, ich habe auch eine Dings-Uniform jetzt an. Ne? Hallihallo. So, schön mal auf. Ja. Komm, Ego-Perspektive. Okay. Ihr habt auch jetzt eine Uniform an, ne? Ja. Ja, genau, du bist jetzt wechselst. Ich fühle mich von Kev beobachtet. So, Kinder, alle anschnallen, ja, und bitte verhaltet euch ruhig. Die fahren für eine ganze Weile mit Platten, ist das normal? Sind wir gleich da? Wann gibt's was Süßes? Haben wir Kaffee? Kein Händchen halten. Thomas, ich sitze hinter euch. Thomas, nimm bitte mal deine Hand vor meinen Knien. Ich hab euch alle im Blick. Keine Sauerei. Das ist nicht meine Hand. Ich kann die Hände bei dir lassen. Ja? Hinter mir sitzt eben so eine komische pinke Tussi. Der Busfahrer ist unfreundlich, der zeigt Mittelfinger. Ihr müsst das mal in Ego-Perspektive machen. Ich fahre einhändig. Yeah. Du klatscht bei mir gerade die ganze Zeit in die Hand. Nein. Ich applaudiere den Busfahrer. Hier wird kein Wackelwackkuchen gespielt. 3,8 Kilometer noch. Habe ich überhaupt eine Waffe mit Schalldämpfer? Schalldämpfer, was ist denn das? Und das Essen? Das merke ich mir, Thomas. Ja, das merke ich mir. Ja. Ja, köpfe ich mal. Wie macht ihr das überhaupt? L3 und R3. Gleichzeitig drücken. Mittelfinger. L1, wenn du keine Waffe hast. Die beiden Sticks reindrücken einfach. Mittelfinger. Was, wenn wir keine Waffe haben? Das ist die Trevor-Methode. Ja, der ist freundlich. Guck mal hier, das ist der Mittelfinger-Dance. Hula. Da hat mir jetzt die Scheibe noch mehr zerschossen. Das war ich auch versehen. Entschuldigung. Herr Busfahrer, Ihr Spiegel ist kaputt. Ja, schon gut. Das fällt in dem kaputten Reifen nicht so auf. Hat diese Musik dazu noch, ey? Du hast Musik an. Du hast Musik im Ohr. Ich nicht. Da sind wir ja. Ja, wie gesagt, das ist ja das Gute bei GTA 5. Da kannst du halt auch das Radio anlassen. Das wird eh nicht übertragen beim Video und Stream. Ja gut, ich hab's bewusst halt ausgemacht, hab einfach die Musik runtergedreht komplett. Weil dann habe ich das Problem nicht mit dem, das YouTube-Video sperrt. Ja, das geht aber bei GTA 5 gar nicht, weil es gar die Tonspur wird gar nicht mit übertragen. Ja, ist auch egal. Für mich ist es sogar einfacher, wenn die Musik nicht läuft, dass ich quatsche. So. Kein Wunder, dass wir ins Gefängnis landen. Eieiei, ja. Der Markus bringt gerade die ganzen Bekloppten erstmal. Ich wollte eigentlich driften, aber das Schild sagt nein.
Wir sind zu Hause. Thomas ist auf jeden Fall der Raudi hier. Unauffällig verhalten, Leute. Genau, halte ich doch. Ich halte den Mittelfinger in die Luft. Ist doch unauffällig. Wir sind nicht bei Tom Clancy Wildlands, Kev, ja? Also ganz ruhig bleiben. Ja, was? Meinst du, oder die eine Mission mit den Polizisten, hä? Was? Verhalten wir uns unauffällig, erstmal die Polizisten vom Eingang wegschießen. Nee. Bei dieser Mission müssen wir unten nicht bleiben. Kev so, ja, gehen wir da rein und ballern! Richtig. Das ist für mich unauffällig. Nein. Ah, ich muss hier rechts, okay? Jo. Okay. Keine Waffe ziehen, nicht lange in einem Blickwinkel stehen, okay. Genau. Hab's gecheckt. Und probier den Boss so zu packen, dass wir gleich gut rauskommen. Also so, gut. Nein, nee, am Tor dran. Dann wende ich den Bus nochmal schnell. Oder machst du es schnell? Ist gut. Schon gut, mach ich. In dem Turm dran. Darf ich vorbei und bevor du mich plötzlich hast, danke schön. Ich suche den Turm nach dem Gefängnisaufseher. Ich sehe gleich wieder kommen wir. Ich sehe schon wieder kommen, wir kommen hier nicht unauffällig raus. Wir landen gleich in der nächsten wilden Schießerei. Ich bin der Erste, der stirbt, was wollt ihr mir sagen? Das habe ich nicht behauptet. Links 2, 3, 4 und links 2, 3, 4 und links 2, 3, 4 und links 2, 3, 4. Entschuldigung. Da Mann, lang, Leute, da lang. Ja, die Mücke. Da lang. Guck mal, da oben ein Flugzeug. Guck mal, da unten ein Popel. Ein Popel auf dem Boden, ein Popel. Ich laufe wie so ein Model gerade. Habt ihr den? Komm, und jetzt schön im Takt, Markus, schön im Takt. Ich hab ne Münze. Guck, ich hab ne Münze. Volle Pokerspieler hier. Guck mal, da ist ein Gastank, müssen wir den hochjagen? Er hat eigentlich schon wieder Polizei an der Backe. Dreimal darfst du raten. Noch nicht. Ernsthaft? Thomas? Was? Was hast du getan? Wie, die haben jetzt wieder... Er hat nur den Bus umgeparkt. Das ja, er hat nur den Bus umgeparkt. Ich dachte mir schon mit der ganzen Cops. Ich bin tot. Oh, ich bin doch reingekommen. Deswegen wollte ich den Scheiße. Bus nach vorne stehen lassen. Ja. Merke, dass niemals Thomas irgendwelche Autos umparken. Das kann nicht gut gehen. Geil. Das ist geil, ich bin vor allen Dingen draußen. Ich hab die Karte. Ich bin gestorben. Ja, grad. Sieht schon wieder alles gut aus. Thomas, ich parke nur kurz den Bus um. Thomas, ich hab Polizei an der Backe. Ich bin im Knast hochgespawnt. Ja, ich nicht. Wir sind draußen gespawnt. Die ganze Zeit beseitige den Gefängnisaufwärter. Komm nicht mal mehr rein, ey. Und tot. Vor allem, wir laufen da ganz normal, versuchen uns unauffällig zu verhalten. Und Thomas mit dem Bus so. Selbst wenn ich wieder draußen gespawnt. Da haben wir jetzt ein Problem, weil reinkommen wir, glaube ich, so schnell nicht mehr. So, jetzt sind mal die scheiß Helis weg. Ah, hier oben noch einer. So, jetzt sind die scheiß Helis mal wenigstens weg. Ja, das war jetzt natürlich nicht clever. Ich weiß nicht, was passiert ist jetzt gerade. Thomas, ernsthaft, was hast du getan? Ich stand mal mit dem Bus da und dann knallt mir den Kopf rein. Ah.
Das lag einfach daran, dass der Bus nicht mehr da stand, wo sie gewohnt sind, dass er stehen soll. Oder weil Thomas ein anderes Outfit anhat, wie du. Keine Ahnung. Irgendwas ist gerade einfach passiert. Ist passiert, sorry. Ja, ärgerlich halt, weil wir jetzt wahrscheinlich die Mission neu starten dürfen. Naja. Okay. Solche Missionen enden immer im Chaos. Vor allem wäre das eigentlich erst die Mission gewesen, die erste. Ich hab noch nicht erst die ganze Rest mit dem Fragezeichen. Warte mal, doch, wir kommen rein. Theoretisch kommen wir rein wieder. Geh weg. Warte, wir kommen nicht rein, wir sind tot. Aber die Tore gehen auf. Also man könnte theoretisch noch den Haupteingang nochmal reinfahren wieder. Weil ich bin zwar jetzt wieder... Jetzt irgendjemand schafft, den Typen zu kommen, wenn er gut wird. Ja. Weil ich bin zum Beispiel jetzt drin. In dem im Hof. Ich muss natürlich jetzt wieder auf den... ich hasse das. Wo ist denn der Hansel? Da hinten ist der, ne? Ist aber auch... Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei dieser einen Wildlands-Mission, wo wir auch ständig gestorben sind, Kev. Kannst du dich noch erinnern? Mit dem T-Rex? Wo da auch so viele Gegner in dem Dorf da hatten. Kann sein. Also ich bin im Hof. Ich bin jetzt im Hof. Ich versuche jetzt gerade wieder ein bisschen mit Komm her. Bist du her. Da kommen noch zwei. Bin ich denn jetzt gerade gestorben? Ich stand und erst dann, als ich realisiert habe, dass er tot ist, fällt er oben. Hä? Das ist schon herrlich. Tschüss, Heli. Alter, ist hier Action. Ist so, ja. Reicht es. Doch gesehen. Keine Chance, hier sind so viele Autos, du kommst nicht in den Store rein. Ich bin drin, ich bin gerade an dem Turm sogar schon. Ich bin einfach durchgelaufen jetzt gerade, komplett. Bin jetzt gerade hoch, also ich gehe, oder beziehungsweise ich gehe jetzt gerade hoch zu dem Turm. Ja, pass aber auf, da ist oben einer drin, das ist der Typ, der schießt dich auch von oben runter. Ich bin im Turm schon, ich bin die Wendeltreppe gerade hoch. Oh, okay, da steht der. Ich hab's ja gesagt. Aber ja, weil von oben runter habe ich anders links gehabt. Warte, müsstest du nicht. Nee, kannst du nicht, ne? Mit Headshot? Okay, wir haben jemanden, der uns hilft. Also, der ist auf der anderen Seite. Fahr uns doch nicht weg. Wir müssen da rein. Larry. Hä? Yvonne? Ja. Ich bin in einem Auto eingestiegen. Ich ja, ja auch, und der fährt uns da weg, ne? Ja. Wir müssen da rein. Wer ist das überhaupt, der uns da gerade fährt? Ghost Ninja Rider, oder wie der sich nennt. Ah, scheiße. Ach, Marlon! Der denkt sich auch, lass ihn mal arbeiten. Oh, ich schreib dir mal das. Sie müssen ins Gefängnis, nicht aus dem Gefängnis. Die schießt mir gerade komplett die Reifen kaputt, die Scheißkopf. Ah, geh mir hier.
Geilste ist, du kommst nicht. Jetzt bin ich wieder drin im Gelände. Ah, fuck you. Ich muss mal hier raus. Okay, anscheinend hat er das gelesen, er kommt zurück. Er wartet, bis wir die Kopfsäcke sind, okay. Hä? Er wartet, bis die Kopfsäcke sind, ne? Kann das sein? Nee, bei mir steht. Ja, der wartet, bis die Kopfsäcke sind. Genau. 4 Sterne, weißt du? Gerettet von den kleinen Marlon, ey, ne? Nein, ich komme hier nicht durch. Ist hier die kalte Tür? Fuck. Ich brauch dein Auto, du. Okay. Kopf sind weg. Ich brauch dein Auto, Kollege. Rett uns runter zum Knast. Hi, komm doch noch angelaufen, weißt du? Den steh ich wieder vor dem Turm und dann einen Schuss tot. Kannst du den nicht mit dem Headshot vom Dach rum wegsnipern? Wollte ich ja vorhin, aber ging nicht. Ich muss halt wieder zum Turm kommen, ne? Das ist es halt. Und mir gehen sie gerade mittlerweile alle auf den Piss. Gleich durch. Oh, lauf! Aber gut, dass er das hilft doch eigentlich, oder? Ja, wenn ihr mal mit den. Wenn die Kopf mir. Jetzt geht er die Leiter hoch, du Sau! Ach, okay, ich hab dich gesehen, du Vollhorst. Den oben. Keine Chance, keine Chance. So viele Cops da. Ah, einer hat's erwischt. Ich suche die Waffe nach. Ja, ich hab den erwischt. Hab den von unten erwischt. Also das Ding ist jetzt quasi leer. Oh. Ja, aber erstmal da reinkommt bei den ganzen Cops. Ja, ja, klar. Rum. Das ist halt das Problem jetzt, ne? Aber zumindest hast du die erste Aufgabe. Lass meine Leute in Ruhe. Feuer aus. So. So, eigentlich müsstest du nur in das Ding rein. Bin gerade auf dem Weg. Mensch, mache! Weg. Da stehen ja genug Autos davor, oder nicht? Sorry. Steig ein. Oder ich stehe auch noch hier. Komm, komm, komm. So. Ja? Wir müssen jetzt mal den Außenring und dann können wir versuchen rauszukommen. Da kommst du nicht raus. Meinst du nicht, dass du da nicht rauskommst? Nein. Du musst schon zum Haupttor. Na gut, das wäre jetzt nicht tragisch. Aber zumindest hast du. Scheiße. Jetzt haben wir auch noch Zeit. Ja. Jetzt müssen wir natürlich jetzt erstmal hier aus dem Gebiet raus. Tschüss, Auto.
Mensch, verpisst euch, Mann! Ich kann schon mehr ausrasten. Völlig überzogen, ey. So, ich bin zumindest schon mal draußen. Das ist schon mal das Gute. Scheiße. Ich komm noch nicht raus. Du bist... Du. Wir müssen jetzt noch mal einen anderen Ausgang, einen anderen Weg finden. Na, ich bin gestorben und bin rausgespawnt. Nein! Ha, ich hasse das, wenn die mir... Wenn die einen noch fest... Da noch festhängst. Du kommst hier nicht raus, ne, aus der Ecke. Zum Glück, du musst jetzt irgendwie einen Weg finden, wieder in den Innenhof reinzukommen. Ja, keine Chance. Nee, das... Können wir vergessen, neu anfangen und gut. Können wir alles nochmal von vorne machen. Super. Ach, leck mich doch am Arsch. Wieso sind denn überhaupt Zäune? Kommst du nicht mal in den Außenring rein, oder was? In das Haus? Ja, natürlich nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich will doch nur raus hier aus diesem Scheißladen. Wir schaffen die Mission eh nicht mehr, Kev. Hier ist ein Ausgang. Na. Oh Mann. Bleib ganz ruhig, wir schaffen die Mission eh nicht. Wir müssen von vorne anfangen. Jetzt bin ich... Wir sind raus. Ja, aber wir schaffen es niemals in 2,5 Minuten zurück zur Spielhalle. Wir haben Zeit unten rechts. Ich weiß. Ja, habe ich gesehen. Wir müssen also die Mission eh nochmal machen. Hat sich eh erledigt. Ja. Nicht unbedingt. Wir schaffen es nicht in der Zeit zurück zur Spielhalle und vorher noch die Cops abzuschütteln. Wir müssen die Cops abschütteln und dann erst das nie und nimmer. Vorbei, ist durch. Hat sich erledigt. Ich hatte schon den Fall, da wurde die Mission dann als abgeschlossen und gezeigt. Wir versuchen es einfach. Okay. Wir versuchen es einfach. Wenn es möglich ist. Sicher, dass wir die 2 Minuten nutzen müssen, um zur Spielhalle zurückzukommen. Nicht, dass wir die Zeit nutzen sollen, zum Kopf, die Kopfs erstmal loszuwerden. Mann, verpisst euch! Ist das übertrieben? Das ist wieder so ein Moment, wo ich mich halt frage, für wen sollen diese Spiele eigentlich Spaß machen? Für uns oder für die Konsole? Das hat doch nichts mit Herausforderungen zu tun, wenn du praktisch ständig nur abgeschossen wirst. Was hat das mit Herausforderungen zu tun? So, gerade mal ein bisschen wegzukommen erstmal von den Kopf, aber die sind ja alle auf der Straße. Ich muss ja meinen Tunnel mal finden. Jetzt haben wir sie mal zumindest im Dingsmodus. Hatte ich aber auch schon ein paar Mal jetzt, Kevin, dann haben sie mich doch wieder gefunden. Weil die so riesen Sichtkegel haben bei 4-5 Sterne. Scheiße. Also bei uns ist sie abgeschlossen. Hä? Es ging darum, die Dinger zu dass die das Kärtchen zu beschaffen, nicht zu entkommen.
Dann sollen sie es aber auch so anzeigen. Ja, GTA, herzlich willkommen. Wir haben die Karte, da brauchen wir doch keine Zeit einblenden. Für mich, da ist das verbleibende Zeit. Nee, alles gut. Dann war jetzt die Aufregung umsonst, dann haben wir es tatsächlich jetzt geschafft. Jetzt müssen wir die Bullen nur noch loswerden. Also. Für uns zumindest. Dann haben wir die Aufgabe geschafft. So ein Müll, ey. Da machen die einem so einen Stress, obwohl man die Karte lange hat, Alter. Ja, das ist so, ich glaube, davon Müll, ging das aus, ist nur um das aus dem Gefängnis rauszukommen. Irgendwie. Keine Ahnung. Versteh mal einer. Oh, ey. Das sind schwierige Sachen. Ja. Total unnötig. Ja, ja. Aber da hat Thomas tatsächlich recht, dann ist die Aufgabe gelöst. Genauso wie wir eben das mit dem Zerstören hatten. Weißt du? Es ging ja wahrscheinlich nur darum, die Karte zu holen. Ja, aber wenn man die Karte schon hat, bräuchte die Zeit nicht mehr einblenden. Darauf wollte ich ja nur hinaus. Ja. Das ist. Da kann man nicht. Weil die Zeit ist drin, wenn du den Alarm hast. Und dann hast du die Zeit, den Kopf zu entkommen. Aber eigentlich ist das irrelevant. Ja, gut, das wussten wir nicht. Aber, dann, ja, aber das ist GTA-Logik. Ich ja, gehe davon. Macht halt unnötig Stress. Das macht halt unnötig Stress, den man nicht braucht, wenn wir Spaß haben beim Zocken und nicht irgendwie. Ja, gut, ein bisschen der Herausforderung ist klar, aber ich weiß, was du meinst. Die Kopf sind einfach so derbe übertrieben hier. Ja, aber dann halt auch noch das mit der Zeit dazu. Das ist doch Schwachsinn. Ja, ja, das. Kann man das doch lassen? Das triggert einen so ein bisschen, oder beziehungsweise das. Ne? Jeff, du wirst auch häufiger 2-3 Missionen haben, die dann einfach so abgeschlossen sind. Hat man ja schon eben. Na eben, bei dem Helikopter wurde es ja zwischendurch gesagt, dass wir nur versuchen müssen, so viele wie möglich. Da stand es ja gar nicht zur Debatte bei den Lieferungen. Ich versuche jetzt gerade mal wegzukommen, dass wir die Kopf haben, ist ja noch. Was der. Aha, perfekt. Okay, wir sind dann durch. Wir treffen uns wieder alle gleich. Puh. Wie gesagt, sorry Thomas, aber wir sollen das bitte ahnen, dass die Zeit total sinnlos ist. GTA ist in vielen Sachen sinnlos. Es gibt auch Sachen in Ark, die sinnlos sind. Das ist. Und warte, bis das heißt, das sind dann Phasen, wo die Entwickler ein bisschen nichts zu tun hatten. Ja, dann haben wir jetzt nur noch den Überfall, ne? Oder was? Das war jetzt die letzte Vorbereitung. Denke ich mal, weil auf der ansonsten war es abgehakt auf der Tafel. Ja, also dann machen wir das jetzt, warte mal. So was hab ich abknallt. Das ist mein Job. Und Money. 5000 wurden auf mich ausgesetzt. So, ich bin aber erstmal ganz kurz. Ja, ja, genau. Und dann warten wir kurz, bis wir die neue Mission starten. Genau. Ja, und ich fahr schon mal zur Spielhalle. Ja, ich bin schon auch schon unterwegs. Wir haben zwar keinen Reifen mehr, aber. Das Auto hält aber doch. Vorne links ist, glaube ich, die Reifenplatte. Ja, wir fahren vorne links auf der Felge nur noch. Aber da fällt das dafür fährt sich das Auto noch relativ gut. Weißt du, wer es war, glaube ich, Yvonne? Wer denn? Das war Mikey. Mit dem Wagen, der uns mitgenommen hat. So. Mystik. Könntest du das wiederholen? Wir können vorne gerade aufgefallen. Und da war es ziemlich leise. Ich habe gesagt, das war Mikey. Nee, das war Marlon. Mit einem Account von ihm noch. Du gerade meinst, du mit uns weggefahren, das war Marlon. Ja. Ah nein. Ihr habt das von Marlon. Der hat uns auch gefragt, ob wir in die Party einladen können. Er hat geschrieben, noch nicht, wir sind gerade mit dem YouTube-Konto, wir sind ab 14 Uhr.